Und wieder einmal herzlich willkommen zurück zu FTB Infinity. Ich bin der Gastgeber VexMax und ich habe schon da mal was vorbereitet. Und es heißt das Ding hier. Ja, ich habe einfach mal mir die Freiheit genommen, hier mal so ein bisschen aufzuräumen. Nein, nicht aufräumen, sondern einfach mal aufzubauen. Das ist mit der Lithium-Apparatur etc. Eins, was wir noch brauchen, sind ein paar Upgrades, aber ich weiß nicht welche. Ich versuche einfach mal das Gas-Upgrade hier reinzuschmeißen. Da wir die restlichen Upgrades noch gerade nicht haben, aber nur Energy, Speed, kein Gas. Muffling. Ach so, damit die Dinger, ja stimmt, das ist neu. Man kann die Dinger jetzt auch leise machen, das ist ziemlich interessant. Ne, das geht also nicht. Okay, wir brauchen also doch die normalen Upgrades. Schade. War ja ein Versuch wert. Upgrade. So, das hier X'en. Das hier weg. Da sind wir doch. Speed. Shit. Na okay, Alloy. Davon braucht man jetzt mal, was weiß ich, mach mal 200 oder so. Auf jeden Fall braucht man dafür eine ganze Menge. Und dann müssen wir erst nochmal anderes Zeug machen. Wie zum Beispiel einen zweiten Tesseract brauchen wir, um die Items wegzuschiffen. Das müssen wir ins Lager transportieren. Das geht eigentlich ganz einfach, indem wir einfach das hier nehmen. Eine Itempipe nehmen oder so. Haben wir davon nur eine? Anscheinend nicht. Wir haben noch ein Item Duct hier. Nehmen wir noch die Item Ducts. Hoffentlich funktionieren die. Wie gesagt, seit dem neuesten Update ist ja einiges broken, aber scheint zu funktionieren. So, du gehst bitte zum Lager und dann auch nur Sand, das können wir ausmachen. Das ist an, das hier ist... Na, gehst du wohl an? So, das auch an? Ja, funktioniert gut. Also das transportiert schon mal das Lithium ins Lager und jetzt brauchen wir wie gesagt nur noch ein paar Speed-Upgrades. Und das Ding hier müssen wir eventuell ein bisschen größer bauen. Wir haben ja eigentlich noch zwei Stacks, zwei Dinger. Wir könnten uns einfach mal den Builder's Wand nehmen und da dann ein bisschen drauf stecken. Eins, zwei und was? Ah, das sind ja keine 16, die wir hier brauchen. Wir brauchen ja 16 pro Ding. Nee, Quatsch. Was laber ich? Egal. Thermal. Auf jeden Fall die Dinger. Gebe ich mal ein paar. Danke sehr. So, dann hier und hier und hier und hier und noch eins. Höher mache ich es nicht, das sieht dann wieder scheiße aus. Also das ist das Höchste, was ich mache. Oh, die Hitze ist anscheinend ganz schön. Also wir sind jetzt bei 143. Ich hoffe, das Ding hier hinten kommt mit. Weil wenn nicht, wäre das ja auch doof. Ach ja, wir sind bei 14, noch was. Dann haben wir immer keinen Brian hier. Naja, wir lassen das mal dabei, ne? Auf jeden Fall höher mache ich das Ding hier nicht, das sieht dann blöd aus. Naja, vielleicht noch eins, das wäre es dann aber auch. So, zack, das reicht. Als nächstes, wie gesagt, was wollte ich als nächstes machen? Ah ja, die Upgrades, genau. Mir ist es gerade echt voll entfallen. Einfach puff weg, tschüss. So, die Upgrades. Upgrade... wo haben wir sie? Da haben wir welche. Ich weiß nicht, mach mal den hier. 2, 3, 4, 5, shit. Nicht genug Glas, mal wieder nicht. Glas, 1000, next, start. So, ja, ich habe immer meine allgegenwärtigen Glasprobleme, die wir immer haben. 1, 2, 3, so, da haben wir ja auch eine 8. Dann brauchen wir noch die anderen Energy Upgrades, sonst haben wir da einen Stromverbrauch, der uns durch die Decke schießt. So, dann hätten wir das. Shit. Gold. Gib mir mal ein bisschen Golderz. Kann ich das da eigentlich durchwerfen, ohne dass es geschmolzen wird? Ich glaube schon, oder? Keine Ahnung, ich brauche eh bloß 16. So, danke sehr, reicht schon. Tada, 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 tada. So, die schmeißen wir nochmal kurz hier rein. So, die 8 da rein und die 8 da rein. Oh, warte, ich habe hier gerade Speed reingetan, ne? Oh, das wird Energiesaufen. Oh, das wird Energiesaufen. Wie viel braucht es? 1,28. 2,56. 5,12.
Und jetzt ist es so viel, dass man es schon nicht mehr messen kann. Prima. Doch, das ist Energie-Upgrade und hier müssen wir jetzt das Speed-Upgrade reintun. Prima. Damit machen wir jetzt auf jeden Fall wesentlich schneller das Lithium. Das Einzige, was jetzt nicht so toll ist, dass uns wahrscheinlich das Lithium schneller ausgehen wird als sonst was, aber was soll's. Also das werden wir hier noch merken. Weil 14 Millibucks sind dick pro Lithium, das wird nichts. So, jetzt sollten wir alle drin haben, ne? Ja, prima. Wann geht uns das Lithium aus? Irgendwann mal. Sehr, sehr bald wahrscheinlich sogar. Wo wir immer noch 10.000 drin haben, das wundert mich gerade. Das dürfte eigentlich bereits schon seit Jahren abnehmen. Ach, die Pipe wahrscheinlich noch, ne? Ah, stimmt, es könnte sein, dass an der Pipe noch was drin ist. Ist aber egal, das hier funktioniert jetzt erstmal und ich hoffe, das funktioniert auch noch eine ganze Weile. Weil wenn nicht, wäre das, wie gesagt, recht blöd. Wie viel haben wir jetzt hier? 161,76 und das Ding heizt immer noch weiter. Also, das wird noch weiter steigen, zumindest ein bisschen. Hier hinten haben wir immer noch unsere süßen 29 Millibuckets sind dick an Energie, die wir da durchjagen. Aber hey, immerhin, ne? Wo sind meine Mechaniker? Warum soll ich den Steam nämlich verbrauchen, wenn ich ihn noch einfach da reinleiten kann? Zack. Ab damit da rein. Cool. Ja, das ist schön. Dann gehen wir mal weiter an das Projekt Energiematrix wiederherstellen. Das war die falsche Terminal. Aber das ist das richtige Terminal. So, wir waren bei Rot, ne? Ja, wir waren bei Rot. Okay, dann brauchen wir jetzt die Induction Cell Blau. Das sind viermal die roten. Eins, zwei, drei, vier. Dann brauchen wir noch Energy Tablets. Energy Tablets. So, davon noch vier. Start. Prima. Eins, zwei, drei, vier. Und eine von den blauen Zellen. Das ging nicht hiermit, ne? Ne, okay. Müssen wir eben eine neue bauen. Start. Das ging schnell. So, dann das hier. Danke sehr. Das hier können wir dann wegixen. Wegixen. Und dann brauchen wir erstmal eine Energy Cell. Eine blaue. Ne, Quatsch. Wir brauchen gar keine blaue Energy Cell. Die kann ich ja so wegtun. 1, 2, 3, 4. Gut. Perfekt. Jetzt können wir die lila machen. Naja. Energy Matrixzelle, davon brauchen wir jetzt eine. Und die braucht. Egal. So, davon haben wir jetzt eine. Dann die Energy Cell. Davon machen wir jetzt nämlich die lilane. Davon haben wir jetzt schon mal das Dinge. Dann 1, 2, 3, 4. Plus die Tablets. Wir brauchen auch nur eins davon. Kann ich ja für alle vier nehmen. So, zack. Damit hätten wir die hier. Pattern machen. Prima, wir sind wieder beim Ende. Das ging jetzt wesentlich schneller als das erste Mal. So, das Ding da rein und dann gebt dir Energy. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie viel kann ich davon machen. Next. 192 Lithium für ein Ding. 132 Charcoal. Ich muss unbedingt eine Baumfarm bauen. Also, das geht gar nicht. Okay, jetzt brauchen wir Holzkohle. Das heißt, wir bauen jetzt einfach mal eine primitive Baumfarm. Oder zumindest keine Baumfarm, sondern irgendetwas, was Kohle macht. Ja, was soll's. Ups, was war das? Okay. Was auch immer das war. Wir haben keinen Planter. Echt jetzt. Nicht schlecht. Das ist mir auch noch selten passiert, dass wir mal keinen Planter haben. Allgemein haben wir gerade. Oh. Böse, nicht umschwenken. So. So, so, dann. So. Dann. So. Es. Wie jetzt? Ach, mir fehlt das Plastik. Mist. So. Dann aber jetzt. Den hier. Danke sehr. Planter und ein Harvester. Harvester. Natürlich, ich habe die ja Dinger ja für gebraucht für die Felder, ne? Harvester, so. Ist zumindest eine Überlegung. So, zweimal Goldgear. Was fehlt noch? Zweimal Invar. Ja, ach, scheiße. Invar. Axt. Das heißt, wir brauchen sechsmal Invar. Start.
Habe ich keine Stöckchen mehr? Kann das? Dass ich keine Stöckchen mehr habe? Stick. Ich habe keine Stöckchen mehr. Auch sehr interessant. Das ist auch selten passiert. Aber hey, was soll vorkommen, ne? So, dann. Fuck me. Ah, Invar. Mehr Invar machen. 10, next, start. So. Das ist immer das Problem. Das passiert mir aber auch ständig, dass du da einfach mal was Falsches craftest. Toll, ne? So, dann wieder. Der Harvester. So, zack, gibt dir. Oder auch nicht. Was fehlt? Schon wieder das Ding hier. Das Ding, das Ding, das Ding, das Ding, das Ding, das Ding. Und hast du nicht gesehen. So, nächste. Dann die Scheren noch. So, und Abmarsch. So, zack, Harvester haben wir auch schon. Dann haben wir noch ein paar Upgrades drin. Upgrades haben wir doch bestimmt irgendwo hier drin im Lager rumfloddern. Nein, wir haben bloß ein Iron-Upgrade rumliegen. Ist ja doof. Dann müssen wir uns ein paar basteln. Da sind sie. Was nehmen wir? Copper, Bronze, Silver. Silver hört sich gut an. 1, 2, so die X'en. Und den Rest bauen wir dann in der anderen Welt auf, weil hier werde ich die garantiert nicht aufbauen. Oh, warte, meine Baumfarm mit dem Ding da machen. Mit einer Elite Smelting Factory. Das wäre doch mal was Schönes. Wie sieht es eigentlich aus hier mit Items? Hier sind ein paar Patterns drin. Hier sind auch ein paar Items drin. Aber an sich nichts Weltbewegendes. Naja, ich habe erwartet, dass das ein bisschen voller wird hier. Aber irgendwie ist hier noch ziemlich gar nichts los. Na gut. Also ist das jetzt noch leer. Noch, zumindest. Doch, das ist die Vorderseite. Alles klar. Sag mal, steht da hinten eigentlich, welche Patterns hier drin sind? Oh, falsches Regal. Da ist zum Beispiel eins. Encoded Pattern. Ja, aber welches ist das? Steht natürlich nicht drin, ne? Und, was ist es? Okay. Pyrothium, aber das andere, komische. Cool, ehrlich gesagt. Ziemlich cool. Finde ich immer noch toll, das Lager hier. Oh, ein Transformer. Capacitor Bank. Meistens sind das alles bloß einzelne Items, die hier rumliegen. Okay. Egal, ab nach oben. Na, lässt du das wohl Jetpack? So, vorsichtig und dann Abmarsch nach oben. Gehst du wohl doch da oben und werde ich nicht dagegen. Okay, damit hätten wir das ja auch schon. Prima. Haben wir jetzt eigentlich nur eine von den Induction nö. Anscheinend ist die immer noch am Craften. Ja, der braucht 526 und holt sich Alois. Das ist nicht gerade wenig. Also nur so zum Vorschlag oder so. Nur warum der so wenig macht, weiß ich nicht. Das ist mir immer noch sehr diffus. Hallo? So, mach mal. Warum machst du so wenige? Oh, weil er nicht genug Redstone kriegt. Wieso kriegst du nicht genug Redstone? Ha, verstehe ich nicht. Aber der hier ist das doch mit dem Redstone. Oh. Na okay, dann. Mach den mal weg. Mach den dahin. So, zack. Dann das hier, so. Jetzt kommt hier wesentlich mehr Redstone rein. Ich wollte sagen, was stimmt denn daran nicht, aber jetzt weiß ich es. Das hier dann auch weg, das dahin und anmachen. So, zack. Jetzt läuft das Ding auch. Ja, okay, das hier sollten wir eventuell auch anmachen. Weg, hin und anmachen. So, läuft. Zumindest jetzt ein bisschen besser. Naja, nennen wir es mal besser. Also toi toi. Irgendwie. Das sind zwar noch nur zwei, aber was soll's. Immerhin haben wir jetzt hier. Wow. Der verballert das Redstone echt schnell. Also wirklich schnell. Naja, 7 auf einmal, aber trotzdem. Ordentlich. Ich frage mich gerade, was passiert, wenn das da unten voll ist. Dann laufen eigentlich nur noch die beiden hier. Aber egal, hier, das macht er ja auch noch schön. Damit hätten wir jetzt eigentlich den Crafting-Prozess um einiges erleichtert. Wenn das Ding hier dementsprechend schnell wäre. Was es jetzt ist.
Ja, das sieht schon mal sehr, sehr, sehr viel schneller aus. Nehme ich jetzt mal an oder so, ne? Cool. Das war schnell. Nun ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Erstmal ein Like und ein Abo da. Comments sind immer gerne gesehen und böse. Und falls euch irgendwelche Dinge einfallen, die ich besser machen kann, und da gibt es bestimmt Hunderte, wenn nicht aber Tausende, dann lasst es mich doch bitte in den Kommis wissen. Ich versuche dann mein Möglichstes, das umzusetzen. Beispiel die Wasserversorgung, Beispiel derjenige, der meint, wir sollten die Cryostabilize Fluxdukte nehmen. Die sind leider nicht mit Mechanismen momentan kompatibel, da ist irgendwas broken. Also von daher kann ich die so nicht nehmen, um unendlich Strom zu transportieren. Leider. Glaube ich zumindest. Aber eigentlich sollte das so sein, weil der Port das schon nicht gemacht hat. Aber das ist egal. Oder die Cryostabilized Fluxdukte sind kaputt. Das kann auch sein. Auf jeden Fall funktioniert jetzt erstmal soweit alles. Wir können jetzt mehrere von den von den 208 Giga-RF-Zellen machen. Das, naja, und die auch dementsprechend schnell wieder füllen. Ne? Also ich meine 1,1 Millionen RF, die wir hier mal kurz mir nichts, dir nichts produzieren. Ne? 1,2 Millionen RF eigentlich, weil wir noch die 100.000 vom Reaktor mitzählen könnten. Aber das hier ist auf jeden Fall unsere ne schöne, schöne Zelle. Und wie gesagt, wir brauchen noch ein paar von den Resonant Flux Ducts, aufgrund dessen, dass wir einfach mehr Output aus den Tesseracten brauchen. Das hier läuft, wie gesagt, auf unendlicher Basis. Das heißt, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Und sobald die Laser hier voll genug sind, werden wir die nochmal abschalten. Um hier einen zweiten Port für Dampf rauszuhauen. Damit wir hier wesentlich mehr Dampf reinballern können. Und eventuell werden wir hier mal gucken, dass wir das hinten noch ein bisschen erweitert bekommen, damit wir hier auch auf 5 oder 6 laufen lassen können. Aber das wird erst in naher Zukunft geschehen. Wie dem auch sei, euch noch ein schönes Spiel und bis zum nächsten Mal bei Vex Mix Industries. Bye bye.